Freunde des Duftbunkers, Hallöchen. So, da sind wir wieder. Ich freue mich. Heute geht's um ein sehr cooles Haus. Ein sehr cooles Haus aus den Niederlanden. Fugazi, wie auch immer wir uns das zurechtbiegen wollen. Ich weiß aber von Bram, dass er das Ganze Fugazi getauft hat, quasi, denn sein Surname ist auch Mr. Fugazi. Bram ist der Owner der Brand. Als wir uns kennenlernten im letzten Jahr, war er 26 Jahre alt. Das heißt, als er diese Brand gegründet hat, muss er, mindestens 25 gewesen sein, denn ich meine, vorab ein Jahr ungefähr muss es her gewesen sein, da habe ich das erste Mal seine Brand gesehen, seine Flakons durch die Social-Media-Welt schwirren sehen und so weiter. Das sah von Anfang an sehr, sehr gut aus. Eine sehr ansprechende Art der Präsentation, sehr sexy teilweise. Ich wusste ja nicht, wer er ist, was er für eine Type ist und wie jung er ist, das hatte ich alles nicht auf dem Plan. Aber mir ist das Ganze aufgefallen. Es macht einen sehr schönen Eindruck. Und dann haben wir uns in Mailand kennengelernt und es war sofort, irgendwie war dann Funke, ein absolut charismatischer, lustiger, junger, ambitionierter Typ. Und dann habe ich ein paar Sachen gerochen und ich war echt angetan. Das heißt, wir haben es jetzt mit 9 Düften zu tun. Natürlich passen für mich subjektiv nicht alle. Was ich sagen kann ist, es ist ein absolut stimmiges Konzept. Es sind coole Düfte dabei. Und ich finde auch vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis, obwohl das, ich sage das immer wieder, das ist eine Diskussion, die niemals endet. Wir werden niemals auf einen gemeinsamen absoluten Nenner kommen. Es ist eine unendliche Diskussion. Wir werden immer wieder Argumente dafür und dagegen finden und so weiter. Aber ihr bekommt hier ordentlich was für die nicht zu vielen Kohlen, wie ich finde. Und ich muss sagen, ich habe 3 bis 4 Favoriten. 2 von den Düften, die noch, also einer hat es dann irgendwie geschafft, in die 5er-Reihe zu kommen, was eine Menge ist. 2 davon haben ein bisschen miteinander gekämpft und am Ende hat es doch, und man mag es kaum glauben, der Duft mit dem Namen, und das finde ich sehr bezeichnend, Gud. Also Ud, Gud. Ein Wortspiel, das ich schon ewig und 3 Tage verwende und immer wieder an gewissen Stellen platziere und plötzlich kommt da ein Duft daher, der so heißt. Schaut mal hier. So, das ist das Packaging. Gut. Und zwar haben wir es eigentlich fast immer mit Extrait de Parfum zu tun. Ich sehe jetzt 2-mal Eau de Parfum und was man sagen muss, das ist mir gar nicht aufgefallen, die beiden, die Eau de Parfum-Konzentration haben, sind tatsächlich unter meinen Lieblingen. Und da haben wir Angel Dust und Orange Crush. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen weiter näher auf die Düfte jeweils einzeln eingehen. Ihr kennt mich, ich nehme die nicht komplett auseinander. Mir geht es da eigentlich eher darum, euch vielleicht mal mitzuteilen, was ich nicht ganz so Neues für mich entdeckt habe, aber was ich noch nicht präsentiert habe vielleicht. Und wohin so in der Reihe, Linie, Serie, wie auch immer wir es nennen wollen, in dem Line-up der jeweiligen Häuser, so meine Präferenzen, ich sag mal, tendieren. Das bedeutet für euch natürlich im Endeffekt noch nicht wirklich was, aber ihr könnt vielleicht ein bisschen was damit anfangen, wenn ihr vielleicht für euch entdeckt habt, dass mein Taste eventuell eurem entspricht oder euch ein bisschen Anhaltspunkte liefern kann. Am Ende sollt ihr bitte, und das immer, alles für euch individuell, subjektiv, für euch entdecken und testen. Denn es ist halt immer so, es ist nicht gegeben, dass das, was ich mag, auch euch gefällt. Und das, was ich nicht so sehr als für mich passend empfinde, plötzlich ein Duft ist,
den ihr über alles lieben könnt. Und das sei euch gegönnt. Meine Meinung ist nicht universell. Ne? Das ist natürlich klar. Also bitte tut euch den Gefallen. Nehmt das vielleicht, wenn ihr möchtet, als Anhaltspunkte. Seid inspiriert, geht los, riecht bitte die diversen Kreationen sehr gerne, die ich vorstelle. Denn das hat immer Gründe, warum ich das tue. Und ja, am Ende werdet ihr entscheiden, was für euch passt. Also, ich würde sagen, wir starten oder beziehungsweise gehen einmal die Liste durch von den Favoriten, die ich habe. Und wir beginnen einmal mit Orange Crush. Da ist er. Name ist Programm. Natürlich sind da diverse andere Noten vorhanden. Aber Orange Crushed auf jeden Fall. Und zwar ein sehr erfrischender, sehr fruchtiger, tatsächlich orangiger Duft. Es kommt sehr, sehr schön daher. Ja, pass auf, also ich zeige euch nochmal hier. Schaut mal, wie schön. Na, Fokus, Fokus. Fokus, Jokus. Da ist er. Guck, ist das nicht nice? Ich hörte auch schon, dass irgendwie ein paar Leute meinten, es erinnert ein wenig an die Louis Vuitton-Geschichten. Was kein Nachteil ist. Die Dinger gehen ja weg wie warme Semmeln, aber das ist doch wirklich cool gemacht. Also ich finde den, Style richtig cool. Für mich hat es einen Wiedererkennungswert, definitiv. Und es ist schön handlich. Das sind die 50ml-Version. Es gibt die Düfte jeweils, soweit ich weiß, auch in den 100ml-Version. Aber ich finde es einfach, es ist echt eine wunderschön handliche Geschichte. Auch wenn man das Ganze halt für unterwegs nutzen möchte, braucht man nicht irgendwie nochmal extra irgendwelche Zerstäuberchen oder so. Das passt doch heutzutage in jeden Anorak, oder? Naja, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist echt super cool zum Transportieren im Köfferchen, im Kosmetik-Bag. Geiles Zeug. So, wollen wir mal sprühen. Wo habe ich denn hier ein paar... Also jetzt muss ich euch ein bisschen näher kommen. Denn hier hinten habe ich meine Blotters. So, schauen wir mal. Einen dieser Düfte trage ich heute übrigens. Kommen wir dazu später. Na, wedel, wedel, da kommt schon ordentlich. Ja, wie ich gesagt habe... orangig bis zum Get-No im... Das ist auch immer so geil, wenn das immer... Ich muss immer so lachen. Ich hatte früher nie das Problem, dieses im positiven Sinne zu platzieren. Seit das irgendwie so ein paar Leute gemacht haben, muss ich immer... Kommt immer wieder das Gesicht halt. Und bei im positiven Sinne muss ich immer dann trotzdem positiv grinsen, obwohl ein negatives Gesicht in meinen Kopf kommt. Naja, also... Ah, wie schön. Also, Orange Crush. Aber denkt nicht, dass die Orange einen irgendwie so bluff, sondern es ist so, wenn ihr eine Orange schält, das, was so an den Fingern bleibt, sehr frisch, nicht so absolut konzentriert, sondern ja, ich würde sogar sagen, wirklich, also es ist nicht das Fruchtfleisch, es ist mehr so das, was von der Schale ausgeht. Aber in keinster Weise bitter. Macht nicht den Fehler, denn das, was ihr riecht an euren Fingern, wenn ihr in der Schale rumgegrabt habt, ist nicht bitter. Wenn ihr dann die Finger mal zufällig in den Mund nehmt, dann habt ihr vielleicht eine Bitternis. Aber das, was ihr riecht, ist nicht bitter. Und das passiert hier, meiner Meinung nach. Natürlich... wir können gerne mal nach den Noten schauen. So, jetzt muss ich erstmal hier rein. Hier ist so eine miese Fliege, die mir so auf den Senkel geht. Mann, Mann, Mann. So, also, selbst ungeladene Gäste erscheinen mittlerweile in meinen Videos. Also, im letzten Video hat ja meine Lady angerufen, voll gut. Danach hat sich meine Kaffeemaschine gemeldet. Wer weiß, ob das jetzt auch nochmal passiert. Aber das sind ja Dinge, so dagegen habe ich nichts. Aber so eine blöde Fliege, wer mag die Dinger denn schon? Mein Gott. So. So. Also, schauen wir mal. Ja, Hallöchen. Ah ja. Danke für den YouTube-Comment. Sehe ich gerade hier. Sehr, sehr lieb. Übrigens, da möchte ich mich auch wirklich an...
bei euch allen bedanken. Also bis jetzt erfahre ich wirklich so viel Zuneigung, Liebe hin und her. Ich weiß, das ist kein Standard, das ist nicht normal. Es gibt ja tatsächlich unglaublich viele Strategen, die da nur unterwegs sind, um ihren Frust irgendwie auszulassen. Aber ich bekomme davon offen sehr wenig mit. Und es sind unfassbar herzliche Leute, die sich irgendwie bei mir vereinen, habe ich das Gefühl. Und das ist fantastisch. So. Ja, also wir haben Orange, Bergamotte, zitrische Noten. Klar, soweit. Also, wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass unfassbar oft, das ist wirklich sehr auffällig, schwarze Johannisbeere, wenn sie auftaucht, ist es unfassbar oft so, dass ich vorher gesagt habe, so, oh, geiler Duft. Ja, so ist es hier. Hier ist sie auch wieder da. Isoe super, Eichenmoos, jawohl, Moschus. Ist kein Wunder, dass das passt. Das sind jetzt Noten, die wirklich unfassbar oft auftauchen, wenn bei mir irgendwie mein Nasalherz mir die Signale gibt, ja, Felli. Geiles Dingen. Jetzt, wo ich die Noten gelesen habe, mag ich das Ding noch umso mehr. Ach, die menschliche Psyche, ne? So, also, das war Orange Crush, absolut zu empfehlen. Ein holzig, zitrisch, fruchtiger, easy to love Duft. Was haben wir da? 7,8. Ja, mein Gott, passt halt so, ne? Also, dürfte auch eine 8 sein, finde ich. Haltbarkeit kann ich noch nicht so wirklich viel sagen. Große Full Wears hat es noch nicht gegeben. Ich trage heute einen anderen. Zu dem kommen wir jetzt. Denn ich glaube, dass Angel Dust, Red Devil Angel Dust, Angel Dust tatsächlich von allen mein absoluter Favorit ist. Auf diesem frühen, jetzt gerade ging mein Handy, sorry. Seht ihr? Telefon, Fliege, Kaffeemaschine, Handy bimmelt. So, Angel Dust ist unter allen tatsächlich mein Favorit. Er hat leider ein kleines Manko. Bram, mein Freund. Eau de Parfum. Ich weiß nicht, natürlich, das hat immer Gründe. Du hast viel in Extrait de Parfum. Wenn ich könnte, dürfte, sollte, was auch immer, ich würde gerne einmal ausprobieren. Es kann auch sein, dass es den Charakter des Dufts zerstört und du deswegen halt hier ein Eau de Parfum gewählt hast. Die Nummer hier als Extrait de Parfum. Denn meine Erfahrung ist, dass er ein wenig mehr Wumms haben dürfte. Ganz individuell. Das muss keiner so sehen. Ich rede nur von mir. Und in dem Moment würde ich mich fragen, was wäre denn mit dem Teil, wenn das ein Extrait wäre? Das wäre so cool. Vielleicht kannst du mir mal was darüber erzählen. Das wäre wirklich sehr, sehr cool zu erfahren, ob denn nicht... Ach, da guck mal, das fällt mir jetzt erst auf. Schaut mal hier. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wir haben hier kein tatsächlich normal Latin A, ausgeschriebenes A, sondern einen russischen Buchstaben, der einfach nur so aussieht, um damit zu spielen. Fugazi, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wahrscheinlich werden einige es aus dem unglaublich geilen Film Donnie Brasco. Oh, jetzt könnte ich wieder abschweifen. Kennt ihr den Film Donnie Brasco? Ah, oh, Johnny Depp und Al Pacino. Wahnsinn, ein Wahnsinnsfilm. Und das Geile ist, es basiert auf einer wahren Geschichte. Ein FBI-Agent, ich habe das Buch gelesen. Ey, wenn ihr an dieses Buch rankommt, wenn ihr an Donnie Brasco das Buch drankommt, es ist nicht einfach zu finden. Ich, Vollidiot, habe es irgendwann mal, ich glaube, ich habe es sogar, habe ich es verlegt? Keine Ahnung, bei irgendeinem Umzug. Ich ärgere mich so sehr, denn wenn ihr den Film kennt und wenn ihr das Buch lest, das sagen ja so viele, ne? Ja, ihr müsst aber das Buch lesen. Das müsst ihr bei diesem. Das Buch ist so geil, denn es basiert auf einer wahren Geschichte und da wird noch viel mehr erzählt, was im familiären Bereich bei ihm passiert ist, während er ja schon fast verliebt war in dieses Gangsterleben sozusagen. Ne? Als FBI-Agent kommt er so tief da rein. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, aber ich will auch nicht zu viel erzählen. Schaut euch den Film an, ein Meisterwerk. So, da ist es so, dass Donnie Brasco
also das ist natürlich nur ein Synonym beziehungsweise ein Deckname gewesen für den guten Kerl, über Fugazis, nämlich gefälschte Diamanten, über das Wissen über Diamanten, denn er war, er hat sich quasi da eingeschlichen als Schwarzhändler für Schmuck, Diamanten und so weiter, bla bla bla. Und da gab es eine Szene, wo er darüber spricht, so dass das, was in dem Moment Al Pacino angedreht wurde als Pfand für Schulden, dass das Fugazis sind, nämlich Fälschungen. Und damit spielt Bram hier. Fugazi als etwas, was nicht greifbar ist. Duft ist ja auch etwas, was du nicht fassen kannst. So viel Fantastisches, was Düfte halt auslösen können, können wir fast gar nicht erklären. Ne, diese ganzen Begebenheiten und so weiter, dieser Duft, der uns begleitet, der uns Erinnerungen schafft, die unglaublich stark sein können, ist ja nicht etwas so, oh, das ist jetzt der Duft. Ne? Also man kann es nicht greifen, es liegt in der Luft, es hat Einfluss auf diverse Dinge und so weiter. Es ist aber nicht etwas, was man jetzt irgendwie, keine Ahnung, wie ein Feuerzeug in die Hand nehmen kann, bla, was weiß ich auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Und damit spielt halt auch Bram bei der Idee, das Ganze Fugazi zu nennen. Ich find's cool. Wahrscheinlich wird man da noch tiefer gehen können in der Beschreibung. Aber das ist das, was bei mir so hängen geblieben ist nach seinen Erzählungen. Kommen wir aber jetzt zu Angel Dust. Den trage ich heute. Und ich werde nicht müde, hier eventuell tatsächlich anstatt von Papier, denn ich trage ihn ja, wie gesagt, tatsächlich mich zu missbrauchen und nochmal zu besprühen. Auch hier haben wir ein weißes Cap, das ist bei manchen anderen, ich weiß nicht, sieht man die hier hinten? Hier sind welche, die sind komplett mit schwarzen Caps. Hier bei diesen Geschichten, bei Orange Crush und Angel Dust, sind es weiße Caps und weiße Sprüher. Nice. Ah, so. So ein wunderschöner Duft. Ah, Hawaii. Na, ah, einfach geil. So, und das ist es halt. Opening ist einfach, ihr wisst sofort Bescheid. Bei dem Duft wisst ihr sofort Bescheid, ob ihr ihn mögt oder nicht. Sicherlich ist halt auch nochmal eine Frage. Aber ihr wisst sofort, was los ist, ihr wisst sofort, also ich für mich wusste direkt, das ist genau mein Ding. Ah, so ein schöner. So, und ich muss halt sagen, das Auffrischen des Duftes ist jetzt natürlich ein zwiespältiges Ding, sage ich mal. Denn ich trage den Duft heute schon seit heute Morgen halt und hatte natürlich das Erlebnis des Openings schon hinter mir. Habe ihn dann aber tatsächlich nicht mehr so stark wahrgenommen. Das ist ja auch eine normale Sache letztendlich. Ne? Also ihr werdet die Erfahrung auch gemacht haben, dass andere den Duft, den ihr tragt, sehr viel stärker oder länger wahrnehmen als ihr selber. Das kommt sehr oft vor. Ich mag es natürlich, wenn ich selber das, was ich für den Tag ausgewählt habe, lange selbst riechen darf. Das war jetzt bei Angel Dust immer nur, nach einigen Stunden, immer nur so phasenweise mal kurz. Aber es war immer sehr schön. Dennoch habe ich das Gefühl, dass ich, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich den so mag, den Duft. Dass ich mehr davon will. Kann auch sein. Ne? Aber es ist jetzt schön nachgesprüht zu haben, weil man den jetzt noch mal ein bisschen intensiver spürt, fühlt, wahrnimmt. Ein wunderschöner Duft. Er hat was Pudriges, er hat was Frisches, Holziges. Angel Dust, ja, dieses Pudrige. Ich finde es schön, ihr dürft bei Dust nicht an Staub denken. Ne? Vielleicht ein bisschen so an die Konsistenz von Puder und Staub, das vielleicht. Aber Staub ist natürlich etwas sehr, sehr negativ Behaftetes. Ne? Da sind wir wieder bei im positiven Sinne. Sehr geil. Ja, schauen wir vielleicht mal in die Noten, damit ihr so ein bisschen mehr die Richtung ein wenig verstehen könnt, außer dem, was ich euch aus meiner emotionalen Sicht irgendwie erzählen kann. So, schauen wir mal. Wow, 8,1. Sehr geil, das freut mich. Super. Kaschmeran, kalabrische Bergamotte, Pfeffer, Kaschmir,
Crystal Amber. So, und das finde ich jetzt cool, dass es eigentlich hier in der Beschreibung, die ich jetzt gerade vor mir sehe, gar nicht aufgeteilt ist in Kopf, Herz, Basisnote, sondern einfach direkt runtergeschrieben ist. Und das ist nämlich das, was ich meine. Ihr habt sofort das ganze Programm. Der Duft verändert sich auch nicht mehr stark. So habe ich auch das Gefühl. Er wird nur halt dann natürlich etwas sanfter mit der Zeit. Und für meinen Geschmack, aber das, wie gesagt, ist auch sehr individuell, für meinen Geschmack etwas zu früh. Ich würde mir tatsächlich für diesen wunderschönen Duft, und das meine ich wirklich ernst, ein wunderschöner Duft, ich würde mir ein bisschen mehr Wumms wünschen. Dennoch, sehr geil, wie gesagt, schaut euch die Preise an, schaut, ob das für euch passt. Ihr könnt da nicht so wirklich viel falsch machen. Und in dem Moment, würde ich sagen, ist es auch nicht so das Problem, vielleicht mal ein bisschen nachzulegen zwischendurch. Und, was ihr auch nicht vergessen dürft, nicht jeder Duft muss ein Whole-Day-Performer sein. Denn es kann durchaus sein, dass ihr entweder gerne natürlich nachlegen wollt mit etwas anderem, etwas verändern wollt im Laufe des Tages, aber ihr habt auch vielleicht Lust, am Abend was völlig anderes zu tragen, weil ihr auch einen völlig anderen Anlass habt. Morgens geht ihr ins Büro, hin und her, bla bla, vielleicht wollt ihr nicht unbedingt zweimal am Tag duschen oder euch großartig umziehen, was ja nicht sein muss. Aber ihr wollt am Abend vielleicht ein wenig anders riechen, weil ihr was anderes vorhabt. Vielleicht trefft ihr euch in der Bar, was weiß ich auch immer, geht in die City, keine Ahnung, und wollt ein wenig anders schnuppern. Dann ist es eigentlich nicht vorteilhaft, wenn ihr ein Beast-Mode-Parfum am Morgen aufgetragen habt und anders riechen wollt, dann ist es fast nicht mehr möglich. Es sei denn, die Kombination passt, wenn ihr was nachlegt. In dem Moment könnt ihr super mit solchen Geschichten arbeiten, denn ihr könnt ja am Abend was anderes auflegen, denn der wird am Abend wahrscheinlich nicht mehr so präsent sein. Es sei denn, ihr seid Heavy Sprayer und knallt eure Klamotten voll. Keine Ahnung, ihr werdet hier die Erfahrung machen und dann für euch entscheiden können, was das Richtige für euch ist. Also, das war Angel Dust von Fugazi, mein Favorit komplett aus der ganzen Serie. Ja, und wo ich gerade davon gesprochen habe, dass ihr vielleicht nach dem Büro ein wenig durstig seid und in einer Bar versacken möchtet am Abend, hier haben wir Thirsty. Auch einer meiner Lieblinge aus der ganzen Geschichte. Ich glaube, das ist auch der einzige, der ein wenig grünlich daherkommt. Auch tatsächlich in der Farbe des Parfums und auch im Charakter hat er das. Fruchtig, holzig, grün. Schauen wir mal, was der Test auf dem Streifen sagt. Ja, also ein sehr frisch grün, aber nicht nur grün, auch ein bisschen fruchtig, sommerlich vor allem. Ein leicht ummantelnder Duft. Ein wenig apfelartig, aber nicht diese, oft ist es so, wenn Apfel, es sei denn in Gourmands, aber wenn Apfel in frischen Düften kommt, ist es selten so, dass es irgendwie natürlich wirkt. Es ist dann immer irgendwie sehr, sehr chemisch, sehr, ja, sehr chemisch konstruiert daherkommt oder so. Das habe ich hier gar nicht. Und der ist auch wirklich nur ganz sanft, überhaupt nicht dominant. Also der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, fällt mir da gerade ein. Der Apfel nimmt keine große Rolle ein, sondern scheint irgendwie etwas zu sein, was so ein bisschen mitschwirrt und eine gewisse Frische mit reingeben möchte. Und in dem Fall ist es kein süßer, roter Apfel, sondern eher so ein grünlicher. Auf jeden Fall noch etwas, trotzdem ist da eine süßliche Komponente, eine fruchtige süßliche Komponente, aber es ist nicht Apfel. Kommt richtig gut. Hat für mich auch irgendwie so was leicht Seifiges. Ja, also, ihr dürft nicht den Fehler machen, bei seifig, frisch, bla bla bla, direkt irgendwie, und deswegen ist er wahrscheinlich auch grün und nicht blau, nicht an einen Duschgel-Vibe zu denken. Das ist definitiv da nicht der Fall. Wir gucken einfach mal tatsächlich hier auch nochmal in die Noten rein.
So, thirsty. 7,8, cool. Ja, Apfel, Galbanum, Bambus, Hasenglöckchen. Ich wüsste nicht einmal, was genau das ist. Naja. Feige, Jasmin, Rose, Neroli. Ah, okay. Ja. Also Feige hätte ich jetzt nicht rausgerochen, aber Neroli hätte ich eigentlich, wenn ich es jetzt lese, hätte ich tippen können. Zeder, Amber, Moschus. Ja, sehr gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Hat mir von Anfang an gefallen. Sicherlich nicht mein Favorit. Darüber stehen definitiv noch Angel Dust und Orange Crust. Aber Angel Dust in erster Linie, was ihr ja sicherlich rausgehört haben könntet. Ja, also auch ihmchen, ein richtig, richtig feiner. Dann kommen wir zu Sugar Daddy. Sugar Daddy ist, das war witzig, als Bram und ich uns kennengelernt haben, meinte er so, ja, hey, und möchtest du vielleicht irgendwie einen Duft mitnehmen und so weiter? Und ich überlasse es in solchen Fällen bei Erstbegegnungen, die auch irgendwie witzig sind und so weiter, meistens den Leuten und sag denen, hey, schau mich an, denk an unsere Begegnung, hin und her, such einen aus. Und es war tatsächlich, also schau mich an und interpretiere deine Linie, such einen Duft für mich aus, den du denkst, der passt. Ja, und es war tatsächlich Sugar Daddy. Warum auch immer, Bram, mein Lieber. Also, Sugar Daddy, auch wirklich ein geiler Duft. Sicherlich auch da, wie gesagt, ich gehe jetzt so ein bisschen der Reihe nach durch. Ja, das war jetzt auch der noch in die Favoritenreihe reinrutschen konnte. Danach kommt einer, den ich euch ja vorher vorgestellt habe mit dem lustigen Wortspiel Gut, der sich ein bisschen noch gezofft hat mit dem Saint-Rémy, der es dann letztendlich nicht geschafft hat, der jetzt hier oben ist. Aber Sugar Daddy noch davor, also der musste sich nicht zoffen, der hat es so geschafft. So, schauen wir mal. Zer. Ja, also ganz klar, warum er in die Favoritenreihe gerutscht bzw. sich dort vorgetastet hat. Geiler Duft. Sugar Daddy passte definitiv. Er hat die gewisse Süße. Und da weiß ich, dass da schwarze Johannisbeer drin ist. Und deswegen wieder mal kein Wunder, dass es passt. Dennoch, wie gesagt, an vierter Stelle in der Favoritenreihe hat er seinen Platz gefunden, Sugar Daddy. Schauen wir mal. Ja, definitiv fruchtig, klar. Okay. Oh Gott. 6,1. Woran auch immer. Ja, direkt der Duft. Also mögen jetzt vielleicht nicht, mag die Masse wohl nicht. Ich finde den cool. Also hier steht fruchtig, würzig. Ja, das stimmt vielleicht. Vielleicht ist es auch etwas, was nicht so viele abkönnen. Die Frucht, die Süße der Frucht in Verbindung mit Würze. Wir haben hier Muskat, Gewürz, Nelke, die meistens, also beziehungsweise sehr, sehr oft halt auf viele challenging wirkt. Ich finde es hier sehr, sehr gut verbaut. Ja, und wie gesagt, wir haben hier Bergamotte, Tangerine, schwarze Johannisbeere, Muskat, Gewürznelke, Jasmin, weiße Ambra, Moos, Kaschmir, Patchouli. Also ich finde, er hat mehr verdient als eine 6,1. Das ist schon weit unten, aber naja, jedem das Seine, nicht wahr? Cooles Ding. Und jetzt kommen wir zu dem Oud-Duft. Auch hier, mein Gott, man reitet natürlich immer wieder auf diversen Dingen, die sich wiederholen rum bei mir. Oud ist immer noch ein Duftstoff bzw. eine Ingredienz, die bei mir nicht ohne kontroverse Bestandteile, Anteile auskommt. Sehr, sehr oft passt es halt, wie gesagt, nicht. Ab und zu passt es und es kann auch mal richtig gut passen.
bei Ut geht's gut oder bei Gut geht's gut. Hier ist er, ne, die Farbe ist auch sehr bezeichnend, gibt auch schon ein bisschen so die Richtung des Duftes an. Und wir sprühen hier auch wieder und schauen, was passiert. Funktioniert. Also wenn jemand, der Probleme mit Oud hat, einen Duft braucht, mit dem er klarkommt, wird er hier einen haben. Und zwar problemlos. Eine schöne Süße. Man hat aber auch direkt das Oud. Ich frage mich tatsächlich, ob das in der Kopfnote gelistet ist. Okay, 6,8. Ja, mein Gott, ne? Gut, challenging teilweise. Aha, okay. Nein, also das Oud ist hier in der Basisnote. Also ich gehe mal ganz kurz für euch durch. Maiglöckchen, sehr schmeichelnd. Grapefruit, Mandarine, Jasminsambak, Ambra, Moschus, Leder, indonesische schwarze Johannisbeere. Da ist sie wieder. Deswegen vielleicht. Bulgarische Rose, okay, sehr schön verbaut, überhaupt nicht dominant an der Stelle. Also es ist kein Rose-Oud-Duft, super. Oud, Java, Vetiver, indisches Sandelholz, Benzoe. Cool, wirklich cool. Ein Oud-Duft, der passt. Wie oft kommt das vor? Nicht so oft. Also von daher... geile Nummer. Haben wir es hier auch wieder mit einem Extrait zu tun? Ja, tatsächlich. Also, wie gesagt, meine beiden Favoriten, Angel Dust und Orange Crush, sind keine Extraits. Die anderen sind alle Extraits bisher von den Favorites. Wir haben außerhalb dieser Favoriten noch, die will ich euch nicht vorenthalten vom Naming her, schauen wir mal. Also, wir haben Parfum 1, was so die erste, ist natürlich toll, ne? Die erste Kreation wahrscheinlich ist, oder ich weiß es von Brahme, es ist die erste Kreation. Saint Remy, der ist beinahe anstelle von Gut, die hatten so ein kleines Duellchen, geschafft hätte, aber letztendlich Gut sich doch durchgeboxt hat und dann einfach Saint Remy doch mehr... ja, vom Feeling her in die Tendenz derjenigen gerutscht ist, die ich nicht favorisiere, die aber trotzdem gut gemacht sind. Saint Remy ist ein cooler Duft, definitiv, aber die fünf hier stehen für mich individuell über diesen vier, die ich euch sage. Also Parfum 1, Saint Remy, In Love with the Cocos. Was für eine Überraschung. Was für eine Überraschung. Ich hätte gedacht, beim Namen lesen und das... ist halt auch wieder, oh, mein Kaffee ist natürlich jetzt kalt, ne? Beim Namen lesen, dass In Love with the Cocos ganz bestimmt passen wird. Der hat leider nicht so sehr bei mir selber gepasst. Ich kann verstehen, wenn man den gut findet und so weiter, bei mir passt es halt nicht. Und mit Workaholic habe ich ein kleines Problem. Und zwar, dass ich unfassbar wenig rieche. Was auch immer. Es kann sein, dass es irgendwie vielleicht ein Molekularduft ist oder so und diese Moleküle bei mir irgendwie nicht zünden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, von neun Düften fünf rauszuziehen, wo man sagt, hey, da habe ich Bock drauf, auf die freue ich mich, sie zu tragen und so weiter. Das ist schon ein verdammt cooler Schnitt und ich kann Bram nur beglückwünschen. Geile Brand, geiler Typ. Super cooles Konzept und ich mag die Flakons, ich mag ihn, von daher, ich denke, wir werden noch einiges von ihm sehen und ich bin mir sicher, dass es weiterhin ein großer Erfolg wird und drücke meine Daumen. Also ich kann euch wirklich nur einladen, das ganze Ding für euch zu entdecken. Es gibt auch, jetzt komme ich euch wieder ein bisschen nah, so, was haben wir da, zack. Also es gibt ein Discovery Kit. So, das Ganze sieht folgendermaßen aus. Explore, Dream, Discover. Sehr schöne Einladung. Dann habt ihr hier das Fugazi-Logo mit einem schönen Verschluss. Und zack, jetzt seht ihr auch, was ich meine. Als das Ganze konzeptioniert wurde,
waren es 8 Düfte und ein 9. ist dazugekommen, den findet ihr dann halt hier so drin. Finde ich ganz cool, dass man jetzt nicht großartig anfängt, neue solche Schaumstoffdinger zu machen, das Ganze irgendwie enger zu fassen oder so. Mein Gott, das Ding passt da rein. Man muss da jetzt nicht extra noch mehr an Umweltverschmutzung machen. Das ist sowieso so. Soweit ich weiß, ist das alles recyceltes Papier, Karton, recycelter Karton und unglaublich schön gemacht. Und wir haben hier keine Folie drum, halt so. Auch daran hat Bram gedacht. Ich finde es cool und von daher, hey, insgesamt ein cooles Konzept. Und ich wünsche mir wirklich, dass ihr euch mal auf die Suche begebt, einmal das Ganze kennenlernt und wie gesagt, viel Erfolg für die Brand und ganz liebe Grüße, Bram. Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao.